Heute beginnt für den russischen Präsidenten Wladimir Putin seine vierte Amtszeit. Und mir aus seiner Heimat Brilon zugeschaltet ist der noch relativ neue Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Dirk Wiese. Guten Morgen nach Brilon. Guten Morgen, noch schöner als auf der Zugspitze hier. Das mag sein. Herr Wiese, mit welchen Gedanken und auch mit welchen Gefühlen blicken Sie heute nach Moskau? Erstmal blicke ich heute sehr interessiert nach Moskau, da das natürlich schon ein wichtiger Tag ist letztendlich, auch für mein Aufgabenfeld. Und von daher werde ich das heute sehr eng beobachten. Und ich werde natürlich auch sehr eng beobachten, welche Veränderungen es möglicherweise in der Administration gibt, in der Präsidialverwaltung. Also von daher, der Tag wird heute schon mit einem ordentlichen Blick nach Moskau beginnen. Und mit welchen Gefühlen blicken Sie dahin? Zwiespältig auf der einen Seite. Natürlich ist es momentan mit Russland auf vielen Politikfeldern letztendlich nicht einfach und man, glaube ich, muss auch mit einem hohen Maß an Realismus letztendlich auch an die neue Amtszeit herangehen. Nichtsdestotrotz muss man trotz aller Schwierigkeiten, die man auch momentan im Verhältnis zu Russland letztendlich hat, immer wieder versuchen, und das ist auch meine Aufgabe, letztendlich den Dialog aufrechtzuerhalten, im Gespräch zu bleiben oder, um es einfach auf den Punkt zu bringen, reden, reden, reden. Aber will Putin reden? Das werden wir sehen. Meine Aufgabe als Koordinator für Russland, Zentralasien und die Länder der östlichen Partnerschaft ist es ja gerade, den Dialog aufrechtzuerhalten mit der Zivilgesellschaft. Und einer meiner Schwerpunkte wird letztendlich sein, gerade die Kontakte und die Gesprächskanäle aufzubauen zu einer jüngeren Generation. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt ein wunderbares Buch des Journalisten Benjamin Binner, der hat mal sein Buch genannt, die Generation Putin. Und Sie haben es gerade in der Anmoderation angesprochen. Wir haben mittlerweile die vierte Amtszeit. Es gibt viele junge Menschen in meinem Alter in Russland, die nur Putin erlebt haben. Das kleine Interregnum mit Medvedev davon einmal ausgenommen. Und so ist es ja auch in meiner Generation. Und ich glaube, wir brauchen gerade Gesprächskanäle zu der jüngeren Generation, die nach und nach auch in Russland Verantwortung übernimmt. Und da möchte ich letztendlich auch einer meiner Schwerpunkte dazu beitragen, diese Gesprächskanäle aufzubauen. Aber inwiefern hätte das Einfluss auf die jetzige Politik mit Wladimir Putin? Ich glaube, dass es an vielen Stellen wichtig ist, noch einmal diesen Dialog zu führen. Und man muss, glaube ich, viele kleine Puzzleteile letztendlich zusammensetzen, um dann auch zu einer möglichen Besserung dieser Beziehungen zu kommen. Ob ich jetzt als Russlandbeauftragter letztendlich dazu führen werde, dass wir einen anderen Wladimir Putin erleben werden, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich glaube nochmal, wichtig ist es gerade mit der jüngeren Generation in Gespräche zu kommen, in den Dialog einzutreten. Denn es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wir haben gerade das deutsch-russische Jahr der Städtepartnerschaften. Hier gibt es viele Städtepartnerschaften, die seit Jahren gute Beziehungen haben. Wir haben im nächsten Jahr das deutsch-russische Jahr der Wissenschaften. Wir haben fast 1000 Hochschulkooperationen zwischen Deutschland und Russland. Und das sind alle Ansatzpunkte, woran man versuchen kann, gerade Gespräche aufzubauen mit der russischen Seite. Denn alle politischen schwierigen Lagen, die wir momentan haben, sei es in Syrien, sei es in der Ostukraine, sei es auch das Iran-Dossier. Die sind letztendlich nur mit Russland gemeinsam lösbar. Und darum ist es so wichtig, auch als Russland-Koordinator natürlich da im Gespräch zu bleiben und Gesprächskanäle aufzubauen. Denken Sie vielleicht schon auch an die Zeit nach Putin? Der muss ja nach dieser Amtszeit eigentlich aufhören. So sieht das die russische Verfassung vor. Natürlich ist es so, dass mit dem heutigen Amtsantritt eigentlich die Diskussion losgehen wird, aus meiner Sicht, was passiert 2024, wenn diese vierte Amtszeit von Wladimir Putin endet. Natürlich hat man immer im Hinterkopf das, was mit Medvedev an der anderen Stelle vor ein paar Jahren passiert ist. Aber mit Hinblick auf 2024 und das eigentlich verfassungsrechtlich gegebene Ende der Amtszeit von Wladimir Putin, genau darum ist es so wichtig, mit der jüngeren Generation, die nach und nach in Verantwortung rückt, die Gesprächskanäle aufzubauen. Aber das wird so sein. Wenn heute die Amtseinführung gelaufen ist, dann in dieser Woche letztendlich die Administration sich neu aufgestellt hat, dann wird natürlich die ganze Zeit davon auch bestimmt sein, wie letztendlich mit Blick auf 2024 eine mögliche Nachfolgeregelung stattfinden wird. Jetzt gehen viele davon aus, dass diese neue vierte Amtszeit von Putin seine schwierigste wird, vor allem auch, weil innenpolitisch viele Reformen fällig sind und die russische Wirtschaft schwächelt. Was bedeutet das möglicherweise für die Außenpolitik Putins? Da wird er jetzt weiterhin Erfolge brauchen und ja vielleicht auch ein bisschen unbequemer weiterhin noch sein. Ich werfe schon einen großen Blick auf die innenpolitischen Maßnahmen, die jetzt anstehen. Ich meine, eine Diskussion hat sich in den letzten Tagen in Russland gezeigt, als die ersten Stimmen hörbar gewesen sind, die einen Anstieg des Renteneintrittsalters gefordert haben. Das ist auch eine Diskussion, die, glaube ich, in Russland innenpolitisch ein hohes Maß letztendlich an Brisanz hat. Und es gibt ja auch an vielen Stellen auch Unzufriedenheit. Wenn Sie Demonstrationen in Russland feststellen über die
die Müllkippen an vielen Stellen, wenn Sie über die sozialen Bedingungen sehen, wenn Sie die Defizite auch sehen im Gesundheits- oder im Bildungssektor, dann herrscht ja an vielen Stellen auch eine gewisse Unzufriedenheit über das, was letztlich innenpolitisch umgesetzt worden ist. Aber nichtsdestotrotz, in vielen Stellen wird das versucht, durch eine Einigkeit in der Außenpolitik und diese Balance letztendlich auch in den Gesprächen hinzubekommen und da den Dialog zu stärken, das wird letztendlich etwas sein, was mit dem heutigen Tage auch beginnen wird, mit der neuen Administration. Es ist die Haltung gegenüber Putin in Ihrer Partei, in der SPD, derzeit ein wenig uneins. Heiko Maas schlägt kritische Töne an, bekommt dafür aber auch Gegenwind von anderen Sozialdemokraten. Inwiefern beeinflusst das Ihre Arbeit? Und was ist aus Ihrer Sicht denn jetzt die richtige Haltung? Nachgiebig sein, Sanktionen abbauen oder doch kritisch nachhaken? Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Ich sehe es so, dass Heiko Maas eine sehr realistische Betrachtung der russischen Politik angestellt hat, die einfach darauf gemünzt ist, das, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die Situation in der Ostukraine, aber natürlich auch die Situation in Syrien. Und Heiko Maas hat aber immer wieder in seinen Gesprächen und Interviews auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist, trotz dieser schwierigen Situation den Dialog aufrechtzuerhalten. Gerade auch dafür zu schauen, wo gibt es möglicherweise Inseln der Kooperation, um mit Russland letztendlich ins Gespräch zu suchen und Interessen auszuloten. Ein Beispiel dafür ist durchaus die Kooperationsmöglichkeiten mit der Eurasischen Wirtschaftsunion. Und über solche Inseln der Kooperation letztendlich den Dialog aufrechtzuerhalten, darauf hat Heiko Maas auch immer hingewiesen. Und das ist auch etwas, wofür die SPD auch steht. Dirk Wiese, herzlichen Dank für das Gespräch.